Hättest du wohl gedacht, ich vergesse deinen Geburtstag, ne? Hier, Auge. Ich wünsche dir erstmal alles Gute zum Geburtstag, meine Süße. Bevor jetzt gleich hier alles abfackelt, pusten wir erstmal für dich die Kerzen aus. Also machst jetzt die Augen zu. Denkst ganz doll an irgendwas. Wünsch dir was. 3, 2, 1. Ich puste jetzt aus. Und dann geht der Wunsch in Erfüllung. Ich habe das extra ganz toll. Das ist nämlich eine dänische Tradition, wenn jemand Geburtstag hat. Dann legt man überall diese dänische Flaggen aus und so. Wie die halt so sind. Ja, ich glaube, es lohnt nicht, wenn ich den hier mit nach Deutschland bringe. Deswegen fresse ich den gleich für dich auf. Ja, bleib natürlich gesund, glücklich. Gerade jetzt das neue Lebensjahr, das wird natürlich total spannend mit dem Baby, mit Martin, wie das mit Arbeit dann nachher weitergeht, obwohl das ist dann wahrscheinlich wieder in dem nächsten Lebensjahr. Ja, aber es wird sehr, sehr spannend. Du bekommst von mir zum Geburtstag natürlich einen Mad Eagle, wie ich das versprochen habe. Ich habe mich soweit schon informiert. Ich glaube, wegen dieser Toxoplasmose-Geschichte darfst du das nachher in der Stillzeit schon essen. Sollte demnächst so sein, dann müsstest du mich nochmal berichtigen. Ja, und fürs Baby gibt es natürlich dann auch noch was, wenn das Baby denn da ist. Ja, und da das Teil mich hier gerade so anlächelt, ich esse das mal erstmal auf. Schmeckt gut. Ja, informiere mich doch bitte nochmal wegen dem 8. Am besten heute, spätestens morgen. Ja. Lieb dich. Feier schön mit deiner Familie. Lass dich reich beschenken. Hoffentlich nicht nur zu viele Babygeschenke. Ich meine, klar, das ist ja alles ganz nett und so. Aber du bist ja immer noch eine eigenständige Person. Und wir sehen uns. Hab dich lieb.